Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute alles am Stück aus Zeitgründen live in meinem Stream. Wir öffnen heute meine Rewards. Ich habe gerade die WL fertig gespielt, habe gerade noch die letzten zwei Games verschenkt. 16-2 habe ich geholt, leider nicht ganz für Rang 1 gereicht. Wir bekommen ja trotzdem gute Packs, eigentlich nicht so viel schlechter als für Rang 1. Letzte Woche hatten wir Rang 1, dann haben wir auch eigentlich gar nichts gezogen. Wir bekommen natürlich Picks, es gibt neue Ikonen. Interessant. Und es gibt auch eine neue Promo, die ich euch kurz zeigen will. Und zwar so gelbe Karten. Es gibt ein, zwei coole Sachen. Themen werde ich euch gleich auch nochmal zum, ich denke mal, späteren Zeitpunkt nochmal ein, zwei Worte zu sagen im heutigen Video. So, wir haben hier die World Cup Stories. Also, so ein bisschen habe ich das Gefühl, die mussten halt irgendwas bringen in der Woche und deswegen bringen sie jetzt die. Diese Promo hat mich jetzt nicht umgehauen. Es gibt ein paar coole Karten. Asensio, wie ihr seht. Bale finde ich ganz nett. Ich feiere ja sowieso MLS dieses Jahr sehr. Habe ja auch den einen oder anderen Hero. Und Dani Alves, den ihr hier seht. Und auch Edinson Cavani haben wieder diese eine Liga, die auch schon Luis Suarez hat. Das finde ich tatsächlich ganz geil. Der Rest der Karten sind halt viele mit dabei, die halt oft irgendeine gute Karte bekommen. Gerade jetzt halt von hier so Van Dijk, Bruno, Davis, Richarlison, Rashford. Sind gute Karten, hauen mich jetzt persönlich nicht so um, weil kriegen halt irgendwie jedes Jahr Karten hinterhergeworfen. Bin ich jetzt nicht jedes Jahr wieder hype drauf. Aber wo ich eher schon hype drauf bin und natürlich auch heute wieder bei den Rewards, ist zum Beispiel Eto'o, der 5 Sterne Weakfoot hat. Könnte so ein bisschen sein wie Eusebio. Ihr wisst ja, ich feiere solche Spielertypen extrem. Also auch jetzt in der Welt wieder absolut geliefert. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass der sinkt. Und ansonsten gibt es hier noch einen Blanc beispielsweise, einen Hernandez mit 4-4. Noch kein Lothar Matthäus. Bin gespannt, wo der halt bleibt. Und ob der vielleicht noch kommt in einer Mini-Release oder wie auch immer. Aber ja, wir kriegen hier noch irgendeinen Quatsch. Was ich ein bisschen komisch finde, es kamen keine Tokens. Die kamen eigentlich immer. Und es gab noch einen Showdown mit Steven Bergwijn und mit Brandon Aaronson. Also Bergwijn finde ich ganz cool, hat jetzt anstatt 2 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Weakfoot. Kann auf eine 88 gehen, kann jede Position. Und ich habe ja relativ viele Ajax-Spieler. Kein Klaassen, aber ich habe ja zum Beispiel Bergwijn, der kriegt auch ein richtig saftiges Upgrade. Also wenn Holland dann gewinnt, ich werde den machen, den Kollegen Bergwijn, dann kriegen Bergwijn und Bergwijn ein gutes Upgrade. Also das ist ganz geil. Gehen wir mal rein in die Rewards. Genug gelabert, wir wollen ein paar von den gelben Karten packen. Da haben wir direkt den ersten. Axel Witzel. Wie viel Pace hat der sonst? Ich kann jetzt mal nebenbei fragen. Hier 4 Sterne Weakfoot, also erste World Cup Story Karte. 36 oder so. Der Afro unseres Vertrauens, ja. Ex-BVB-Spieler mit Hummels. Die haben sich auf jeden Fall immer ein saftiges Pace-Duell geliefert im Training. Also es ist ein 85er, hilft mir nicht viel. Ich brauche eher noch ein bisschen Bewertung oder eine Icon. Auf geht's, EA Sports. Ich brauche eine Icon. Komm, lass es krachen. Oh, aber wieder ein Gelber. Ein Kehr. World Cup Story, auch cool. 60 Beweglichkeit, 71 Antritt, 88 Sprinttempo. Ist halt ein bisschen so wie Van Dijk wahrscheinlich. Dänemark eh cool, wegen Nate zum Beispiel, Eriksen, Mailand kann man auch super verlinken, Eriksen muss ich wohl auch safe machen für ein paar kreative Teams. Jetzt bräuchte man noch einen 87er, gibt es einen 87er World Cup Story, schau mal kurz nebenbei. Karten sehen auf jeden Fall schon mal ganz cool aus, sind es halt auch nicht, also die werden jetzt nichts wert sein, denke ich. Ah, okay, offenbar doch. Ah, ich glaube, also weiß ich nicht, Kehr kostet gerade 40k, immerhin. Es gibt einen 87er Davis. Der wäre doch was. Auf geht's. Letzter Pick. Okay, 3 aus 3. Ich sag mal so, das ist aber ziemlich cool. Das muss mir erstmal heute einer nachmachen. Auch wenn die alle drei jetzt nicht so geil sind und wahrscheinlich alle drei auf Dauer nicht über 20, 30k kosten. Sind wir mal ehrlich. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Aber cool ist es. Oder nicht? Und nicht der schlechteste dabei. 85, 86, 85. Das sind coole Rewards. Und ja, der Link zu Traoré, stimmt. Stimmt, das ist eigentlich geil.
Aber die können sich halt nicht upgraden. Aber sonst bisher sehr coole Rewards, feiere ich. Dann gehen wir rein in die 5x5x Plus. Können wir wieder den nächsten gelben ziehen? Nee. Hakan. Hakan Abi, 84er. Einfach gelbe statt rote Picks, ehrlich so. Ja gut, das war eine Frechheit, das Pick. Vor allem, weil 83 jetzt auch gar nichts mehr kosten. Können wir speichern, Verein mal wieder ein bisschen auffüllen. Tut auch mal ganz gut. 250k und 125 haben wir noch. Komm, eine Icon. Ne? Spanien, LV. Frau die Alba, immerhin 85er. Hat der gestern auch gespielt gegen Japan? Ich hoffe es für ihn nicht. 85er auch nicht viel wert, glaube ich gerade. Ja, die waren schon mal nicht so gut. Komm, ich brauche Coins, ey. Ich brauche Coins. 70 habe ich ja schon bekommen eben. Special-Karten brauche ich, Special-Karten. Unai Simon. Also Picks gut. Packs bisher. Wirklich eine absolute Katastrophe. Mal schauen, wann wir hier mal irgendwann eine gute Karte rauszieht. Meine beste Karte, glaube ich, nach gefühlt 5000 Picks ist immer noch Courtois oder sowas. Spielbar, glaube ich, Nkunku. Ist das der von Bayern? Ich weiß es nicht. Also wirklich schlecht. Morata und Simon in einem Pack. Stimmt, die haben gestern... Aber der hat ein Tor gemacht, der Morata. Weiter geht's, nächstes 50k-Pack. Super. Das waren ja tolle 50k-Packs. Da lohnt es sich ja beim nächsten Mal doch vielleicht wieder auf 18 Siege zu ölen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war nämlich gar nicht mal so gut. Weil da kriegt man nämlich noch einen 125er, glaube ich, dann zusätzlich bei 18 Siegen, anstatt die 250er. Die waren ja wirklich schlecht. Aber Hassan, immerhin noch ein Hassan und Dybala und Martinez. Okay, es war ja gar nicht mal so gut. Ja, es kommt jetzt noch, 125k-Pack, auf geht's, die letzten Packs. Ach, du Heilige. Mbappé. Pellegrini, 84. Wir haben unser ganzes Pulver bei den Picks verschossen. Also wirklich. Das war ja ganz großer Quatsch. Da habe ich ja nicht mal 100k mitgemacht mit der Welt. Gefühlt, nicht nur gefühlt. Das bringt ja gar nichts. Die 10 Picks werde ich jetzt einfach mal sparen. Oder euch ersparen, da ist sowieso nichts mehr dran. Ich wollte noch ein, zwei Worte sagen zum Team. Ich hatte euch ja schon generell sehr viel Gameplay in der letzten Folge gezeigt. Team hat sich nicht verändert. Check konnte ich mir leider immer noch nicht leisten. Eusebio war gut, wirklich schon sehr gut. Keen war auch stabil. Laudrup hat mich immer noch am meisten überrascht, genauso wie hier William. Also eigentlich kann ich alle aus dem Team empfehlen. Ich fand persönlich Donovan am schlechtesten. Und naja, der Torwart ist halt ein einerster Torwart, aber Torwart ist halt Torwart. Der hat auch hin und wieder mal ein bis zwei Bälle sehr gut gehalten. Und der Zambrotta war ein bisschen, so vom Gefühl her, ein bisschen unsichtbar auf dem Platz. Das war nicht ganz so geil. Da fand ich persönlich auf der anderen Seite Joan Capdevila ein bisschen besser. Aber ansonsten eigentlich alle top. Vor allem Laudrup, wie gesagt, falls ihr den habt, ich kann es nur nochmal sagen, schneller als man denkt. Ich finde den wirklich stabil. Also der hat mir gut gefallen und sehr viele Vorlagen auch gegeben oder Chancen kreiert. R1-Dribbling sehr gut. Das nochmal als heutige Empfehlung. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Content ist aktuell, wie ich finde, jetzt nicht ganz so geil. Letzte Woche war halt zu viel. Jetzt ist irgendwie so ein bisschen so, naja. Deswegen schauen wir mal. Den nächsten Tag gibt es aber dann natürlich das nächste Video. Dann hoffe ich, dass euch es gefallen hat. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Und lasst ein Like da.